Ja, hallo liebe Leute, der Stjami hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Das letzte Mal hat irgendeiner geschrieben, er will eine Mount Guide zu Mimirons Kopf. Kann ich natürlich machen. Und irgendeiner hat sich auch beim Ultra-Video, ja, sagen wir mal, nicht beschwert, aber gemeckert, dass ich es erst so spät erwähne. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das gleich mal. Und zwar geht es heute um Mimirons Kopf. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist das nette Stück hier. Das sieht ziemlich cool aus. Kann ich vor allem so Gnomen-Spielern oder sonst irgendwelche RP-Spielern, die so mechanische Dinge irgendwie wollen. Gnome, Goblin, passt das relativ gut. Das Mount gibt es in Uldur selber auf 25er, also im 25-Spieler-Schwierigkeitsgrad. Uldur findet ihr hier in Nordend und zwar in den Sturmgipfeln, hier ganz oben, wo ihr mich hier seht. Da müsst ihr einfach nur hier hochfliegen und dann haben wir hier hinter mir schon Uldur. Wie gesagt, das Mount gibt es im 25-Spieler-Modus. Das heißt, ihr geht hier auf Schlachtzugschwierigkeit und wieder 25 Spieler anklicken. Natürlich normal, heroisch gibt es hier eh nicht. Das ist egal, was hier ausgewählt ist. Ihr kommt so oder so in den 25-Spieler-Modus rein. So, wir gehen da mal rein. Ich war schon zu frei und habe alle nötigen Bosse umgehauen, die man umhauen muss. Ihr seht hier 12 von 17. Kann es hier nochmal durchgehen. Ihr müsst den Flammen-Leviathan killen, damit ihr durchkommt, damit ihr überhaupt in den nächsten Abteil könnt. Dann könnt ihr einfach durchrennen geradewegs. Dann müsst ihr XD killen. Der schaltet dann den Teleporter frei, dann könnt ihr euch reinporten. Und anschließend seht ihr, ihr müsst alle außer die Versammlung des Eisens und Algalon töten. Also alle, die rund um den Kreis stehen, plus Auraya, glaube ich, heißt sie, die hier im Kreis, genau, Auraya, die im Kreis spaziert, die müsst ihr alle umhauen. Und dann versammeln sie sich jeweils, das zeige ich euch hier mal kurz, damit es hier nicht irgendwelche Verwirrungen gibt. Das heißt, ihr müsst hier nicht alles killen. Den Boss hier, den ihr auf der Karte seht, könnt ihr auslassen und den hier könnt ihr auslassen. Das heißt, ihr haut den hier um und lauft geradewegs durch zu dem hier. Wenn ihr Probleme habt bei den Bossen, irgendwas, schaut in meine Uldur Solo Guide rein, da erkläre ich das nochmal easy. Die findet ihr natürlich auf meinem Channel unter den Wrath of the Lich King Soloings. Und zwar, wenn ich mich hier mal kurz hinporte, nee, Blödsinn, das war das Falsche, hier. Dann seht ihr, jedes Mal, wenn ihr hier einen Boss besiegt, sei es hier Hodir, Thorim oder wen auch immer, dann porten sie sich die hier in die Mitte und schauen darunter. Ihr dürft auf keinen Fall mit denen reden, weil ihr dürft die Dinger hier nicht aktivieren, weil wenn ihr mit denen redet, dann aktiviert ihr das und dann wird der Bosskampf am Ende leichter. Das wollen wir aber nicht, weil das Mount Drop nur, wenn ihr mit Keim hier oben gesprochen habt. Das heißt, sobald wir hier alles tot haben, also die Guten hier und dann unten natürlich auch noch den General, wie gesagt, Solo-Guide ansehen, wenn ihr Probleme dabei habt. Ansonsten porten wir uns direkt hier ins Gefängnis runter. Da wartet mein TK schon am Twink-Account, denn wenn es Mount droppt, dann raste ich aus, wenn ich hier nicht meinem Char mit habe. Und dann fangen wir einfach den Bosskampf an. Wie gesagt, hier mit keinem reden. Das seht ihr dann, wenn ihr mit einem geredet habt, dann porten sich die hier in diese Röhren rein, dann seht ihr das. So. Mein DK bleibt hier irgendwo stehen. Hier spawnen immer diese Wächter. Die können wir auch triggern, indem wir hier durch diese Wolken rennen. Ihr seht, dann blinken die Wolken einmal kurz. Und dann spawnen die Dinger schneller, weil sonst dauert das hier so ewig, dass man diese Phase hier beenden kann. Ihr seht, jetzt haben wir hier ein paar zu leuchten gebracht. Kommen hier alle ran zu mir. Kommt der. Nicht zu meinem DK rennen. Ihr sollt hier mich fokussen. Und dann zieht ihr die zu Sarah hin. Sarah steht hier in der Mitte und castet hier. Ihr seht hier, dieser Vrikul. Und dann haut ihr die einfach direkt neben ihr um. Die explodieren nämlich, wenn sie sterben, und dann geben sie ihr Schaden. Man sieht's hier. Jetzt hat sie noch 1000 HP, jetzt hat sie 1 HP, jetzt haben wir einen zu viel, das ist egal, können wir einfach umhauen, oder zwei zu viel. Und dann gehen wir hier wieder weg. Jetzt kommt Yogg-Saron selber hoch. Was sehen wir hier gleich? Der sieht recht cool aus, wer den noch nicht kennt. Bam, da ist er. Und das ist das Wichtigste hier im Bosskampf. Euch nehmen immer diese Tentakel. Wie haue ich den denn down? Jede Klasse hat irgendeine Ability, die ihr hier einsetzen könnt. Beim Krieger zum Beispiel war es Thunderclap. Also Donnerknall hier als Shadow kann ich einfach untouched und einen Dot machen zum Beispiel. Dann kriege ich hier immer diese Death Coils. Die sind aber egal. Wir hauen hier in der Zwischenzeit einfach alles um. Ihr seht, hier kommt wieder so ein Tentakel raus. In der Zwischenzeit pushen wir hier einfach durch. Ich weiß, ich bin ja mega geslowt durch diesen Magie-Dieb. Auf den könnte ich mir eigentlich dispeln. Warum ist hier? Haben wir's. Gut, jetzt kriege ich eh schon wieder den Death Coil. Wichtig ist, dass ihr die Kleine immer umhaut, weil die casten den meisten Scheiß hier von den ganzen CC-Fähigkeiten. Das erleichtert euch das bei Weitem. Werde ich wieder geschnappt von einem. Hauen wir den hier wieder um. Den können wir auch nebenbei umhauen. Steht sonst auch nur hier rum.
Da haben wir wieder den, der wollte schon wieder den Slow casten, aber ist vorher down gegangen, wunderbar. Da drüben haben wir noch eins. Wir warten hier nur, bis die Portale kommen. Jetzt steht's hier. Dann schnappt uns der nochmal. Dann laufen wir hier einfach rein. Klicken das Portal an. So. Ihr seht, ihr verliert geistige Gesundheit. Ist die geistige Gesundheit auf 0, werde ich Mind Control. Dann ist der Bosskampf gefailed. Wie verliere ich die? Draußen verliert ihr dich gar nicht, wenn ihr alleine seid. Wenn ein zweiter Spieler dabei ist, dann verliert ihr die draußen auch. Wenn ihr alleine seid, dann könnt ihr es nur hier verlieren. Ihr seht hier immer diese Totköpfe rumfliegen. Da müssen wir uns einfach wegdrehen. Ihr seht, wenn ich hinschaue, dann verliere ich geistige Gesundheit. Wenn ich mich wegdrehe, verliere ich gar nichts. Das heißt, wir laufen hier einfach so vorbei. Die sind hier überall in den Räumen. Nicht jeder Raum sieht hier gleich aus. Das sind verschiedene Events, die ihr hier seht. Also nicht wundern, wenn es bei euch ein anderer ist. Da ist auch noch sind noch zwei andere mit dem Königshalle von König Varian und so weiter. Nicht wundern, ist hier im Prinzip alles das gleiche. Ihr seht dann immer so einen Eingang zum Gehirn. Das ist hier das Castet hier. Wenn der Cast voll ist und ihr dann noch nicht draußen seid, rauskommt ihr über diese Portale, dann sterbt ihr oder verliert ihr eure gesamte Insanity. Wir gehen hier vorher raus, dotten den nochmal, ihr habt es gesehen. Und jetzt ist er frei. Wenn das Gehirn unten down ist, dann ist er frei. Solltet ihr es nicht in der ersten Phase schaffen, keine Sorge, einfach wieder hochgehen, ganz normal weitermachen, vorhin die Portale spawnen dann wieder. Und dann, wenn ihr oben seid, natürlich Damage auf Yogg-Saron, alles ziehen. Ja, macht ihr diesen Blick, da könnt ihr euch wieder wegdrehen, wenn ihr schon wenig geistige Gesundheit haben solltet. Und dann hauen wir hier einfach drauf. Schaut, dass ihr, wenn ihr Ranged D seid oder wenn ihr generell wenig Schaden macht, dass ihr weit weg steht von ihm. Denn er neigt dazu, dass er zu diesen Ads, die ihr seht, er markiert einen mit dem violetten Pfeil. Und da wirft er dann eine Ability hin. Jetzt schreit er hier erstmal eine Stunde rum. Da wirft er eine Ability hin, die ziemlich hoch heilt. Und das ist halt scheiße, weil dann kriegt ihr vielleicht den Boss nicht down, wenn ihr wirklich so ein schlechtes Gear habt. Tut ihr euch also beim Weiten leichter, wenn ihr ein bisschen auf Range steht, ansonsten als Melee, einfach umhauen. Normalerweise hielt es nicht so viel, also auf Level 100 soll es definitiv machbar sein. Jetzt seht ihr, wir haben den Boss geschafft, haben alle Sachen erfüllt. Wir haben hier nochmal den Legendary Splitter, aber darauf gehen wir mal anders mal ein. Haben hier leider nicht das Mount drin, schade eigentlich. Den nehme ich mir aber mit auf den Priest, just for fun. Brauche hier sonst eigentlich nichts. Das war's mit dem Mount Guide. Wie gesagt, das hier ist das Mount. Das heißt, ihr müsst nicht alle Bosse umhauen. Wenn ihr Probleme habt mit irgendwelchen Bossen, schaut euch meine Solo-Guide an, da erkläre ich das alles nochmal ein bisschen genauer. Ansonsten war es das, glaube ich. Wie gesagt, einfach nicht diese Typen oben anlabern, weil sonst erfüllt ihr die Anforderungen nicht, dass das Mount droppen könnte. Das Mount ist kein 100% Drop-Chance, das ist wieder wie bei allen seltenen Mounts natürlich wieder um die 0,01% oder 0,1%, ist eigentlich egal, es ist halt einfach sau selten. Die Drop-Chance, keine Ahnung, die interessiert die meisten Leute immer mega, aber ich muss sagen, entweder es ist selten oder es droppt zu 100%, weil ein Mittelding gibt es meistens eh nicht. Aber wie gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann ab damit in die Kommentare. Und vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.